Hey, wie schön, dass wir gemeinsam weiterlesen können. Wir haben einen totalen tollen Abschnitt vor uns, den schönsten vielleicht des ganzen Matthäus-Evangeliums. Ich möchte mit euch die Verse 1 bis 8 lesen. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird von euch hergehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab, mit Furcht und mit großer Freude, und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Es gibt drei große Erdbeben in der Bibel. Das Erdbeben nach der Kreuzigung, das Erdbeben hier bei der Auferstehung und das letzte große Erdbeben am Ende der Tage, wenn Jesus wiederkommen wird. Drei große Erdbeben erschüttern die Erde, drei große Erdbeben, in denen das Entscheidende der Weltgeschichte passiert. Das Kreuz, das uns Vergebung bringt. Die Auferstehung, die uns neues Leben bringt, und das dritte Erdbeben, das uns die Vollendung bringt. Wir sind im zweiten Erdbeben hier. Das Erdbeben, das die Weltgeschichte erschüttert, dass Jesus vom Tod nicht festgehalten werden konnte, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass er neues Leben bringt für die, die an ihn glauben. Das Erdbeben erschüttert die Weltgeschichte und dieses Ereignis hat die Weltgeschichte erschüttert seither. Es ist kein Problem, an einen religiösen Lehrer zu glauben. Es ist kein Problem, von Jesus als einem großen Vorbild zu sprechen. Aber von Jesus zu sprechen, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und 3 Tage später an Ostern für unser neues Leben auferstanden ist. Das ist die große Erschütterung der Weltgeschichte. Aber das ist der, an den wir glauben, ihr Lieben. Wir glauben nicht an einen Religionsgründer, der dann genauso wie wir irgendwann gestorben ist, sondern wir glauben an den, der den Tod besiegt hat. Wir glauben an den, in dem Gott selber zu uns gekommen ist, in dem Gott selber unsere Sünde trägt, in dem Gott selber unser neues Leben möglich macht. Das ist der, an den wir glauben. Jesus, unser Retter und König, unser auferstandener, lebendiger Herr. Ihr Lieben, das ist so entscheidend für unseren ganzen Glauben, dass wir einen auferstandenen Herrn haben, einen Herrn, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, der regiert, der für uns eintritt. Ich habe das gerade heute Morgen noch im ersten Johannesbrief gelesen, wo ganz deutlich steht, dass Jesus für uns vor dem Thron Gottes eintritt. Weil er der Auferstanden ist, weil er der ist, der wirklich den Sieg davon getragen hat. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen Gott, der hier und heute real ist, da ist, ansprechbar ist, der hier und heute handelt. Wir glauben an den auferstandenen Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, unseren König, unseren Heiland und an den wiederkommenden Jesus Christus, der nicht nur die Auferstehung als Zeichen gesetzt hat, sondern der eines Tages sichtbar für alle wiederkommen wird. Bei der Auferstehung haben ihn nur die Jünger gesehen. Am Ende der Tage werden wir ihn alle sehen. Ihr Lieben, das ist der Tag, auf den wir hinlaufen. Und wenn wir Ostern denken und feiern, die Auferstehung feiern, dann denken und feiern wir auch gleichzeitig, dass dieser Jesus, der damals auferstanden ist, wiederkommen wird.
aber dann so sichtbar, so deutlich, so klar, dass ihn jeder erkennen wird. Und wie es im Philipperbrief an einer Stelle heißt, dass ihn jeder erkennen wird und anerkennen wird und jeder vor ihm die Knie beugen wird und bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. So heißt es im Philipperbrief, Kapitel 2, im sogenannten Christushymnus. Jesus ist auferstanden. Das kann uns in Freude versetzen, das kann uns in Ehrfurcht versetzen. Es braucht uns aber niemals, so wie es hier von den Frauen heißt, mit Furcht füllen, weil es ist unser Herr, der da ist. Ehrfurcht, ja, Liebe, ja, Freude, ja. Aber wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Es ist so auffällig, dass der Engel zu den Frauen sagt, fürchtet euch nicht. Für Furcht ist kein Grund mehr. Jesus ist da, er lebt. Und dieses fürchtet euch nicht geht sogar weit über alles hinaus. Es bedeutet, dass wer diesen Herrn hat, dass der sich nie wieder fürchten muss, weil dieser Herr für ihn einsteht, weil der Auferstandene am Thron Gottes ist. Ihr Lieben, wir glauben an den lebendigen Jesus. Etwas Größeres gibt es nicht. Und mit diesem Glauben möchte ich euch schicken in diesen Tag oder in diese Nacht, in den nächsten Tag hinein, dass ihr ganz bewusst bei all dem, was passiert, und es sind keine einfachen Zeiten im Augenblick, dass ihr einfach mit Freude rausgeht und wisst, mein auferstandener Herr ist bei mir. Er ist da. Er lebt. Er regiert. Er hält diese Welt in seiner Hand und er hält mich in seiner Hand. Gott segne euch an diesem wunderbaren Tag. Jesus, wir preisen dich, wir bekennen, dass du wirklich auferstanden bist. Danke, Herr, danke, dass das unser Leben verändern darf, dass wir Hoffnung haben können, dass wir keine Furcht mehr haben müssen. Du bist da, Jesus. Wir preisen dich und wir beten dich an. Amen.